wenn du schon mal versucht hast, Tools zu verknüpfen, damit du einen Workflow automatisieren kannst, so wie zum Beispiel du postest etwas in WordPress in einem Blogbeitrag und möchtest, dass das automatisch dann in Facebook gepostet wird. Wenn du versucht hast, solche Sachen zu machen, dann bist du ganz sicher über Tools wie Zapier oder Zapier oder Integromat gestoßen und möglicherweise auch drauf gekommen, dass das extrem teuer wird, beziehungsweise dass diese Tools auch ihre Limitierungen haben. Und da gibt es seit ein paar Jährchen mittlerweile N8N oder auch Notemation genannt. Und dieses Tool ist mit Abstand das geilste Tool, was ich bisher gefunden habe. Wir benutzen das mittlerweile für ganz, ganz viele Workflows. Wir haben fast alle Bots mit N8N aufgebaut, was einfach wirklich cool ist. Damit kannst du fast alles, was du dir vorstellen kannst, verknüpfen und zusammenbauen. Du kannst eigene Installationsprozesse machen. Du kannst sagen, okay, du hast jetzt einen neuen Kunden, den trägst du in Google ein, in deinen Google-Kontakten und dann wird automatisch ein Google Drive aufgesetzt. All diese Dinge kannst du vollautomatisch mit N8N machen. Du kannst sozusagen Workflows bauen und du kannst auch unterschiedliche Tools damit connecten. Du könntest zum Beispiel ein YouTube-Video hochladen und dann automatisch mit Mautic einen YouTube-Newsletter aussenden. Das wäre so ein Ding, wo wir lange Probleme hatten. Wie sollen wir das machen? Mit N8N funktioniert das. Oder andere Dinge, wie zum Beispiel, du bekommst einen neuen Lead in Mautic oder in deinem E-Mail-System, der sich zum Newsletter anmeldet, und möchtest den gleich in dein CRM hineinschieben, zum Beispiel monday.com. Dort wird dann der Kunde automatisch hineingeschoben oder HubSpot. Du kannst ganz viele Programme wie Google Drive, also G Suite, du kannst Office 365, du kannst unterschiedlichste Dinge, HubSpot, Slack, Drupal und so weiter. All diese Sachen kannst du miteinander verknüpfen und eigene Workflows machen. Das, was wir auch machen, ist, unser Shop funktioniert mit WooCommerce und ganz viele Dinge daraus werden dann an Mautic, an unser Marketing Automation Tool gesendet, beziehungsweise eben auch an monday.com, unser CRM-System gesendet und unser Planungssystem gesendet, um zu wissen, was für Support-Tickets gibt es und so weiter. All diese Dinge sind mit N8N super easy möglich. Wenn du dich mit diesen Workflow-Systemen auseinandergesetzt hast, ist N8N sicher eines der einfachsten Systeme, die es gibt. Die zweite Frage ist, warum ist N8N besser als Zapier? Ganz, ganz simpel. Das erste, als Business sind wir natürlich alle preissensitiv und wenn du bei Zapier hunderte oder tausende Prozesse laufen hast, dann geht das auch ganz stark ins Geld. Es geht ganz, ganz schnell, dass du aus diesem Free Limit hinauskommst und dann einfach begonnen bei anfangs 25 Euro im Monat, was total in Ordnung ist, aber dann irgendwann steigert sich das so schnell, dass du gleich mal 1, 2, 3, 4.000 Euro im Monat loslässt, nur dafür, dass du deine Connections laufen lassen kannst und das kannst du natürlich mit N8N umgehen. Mit N8N schicken wir pro Tag tausende und abertausende Synchronisierungen von WooCommerce zu den unterschiedlichen Marketing-Systemen, zu den CRM-Systemen. Wir gleichen damit Rechnungen ab, wir gleichen damit auch aus unserem Accounting-System mit WooCommerce ab, was natürlich mega cool ist. Und wenn du diese Dinge alle händisch machen müsstest, ist es erstens fehleranfällig und zweitens sehr anstrengend und mit Zapier eben sehr, sehr teuer. Und deswegen macht N8N Sinn. Das andere, warum N8N total Sinn macht im Gegensatz zu Zapier, ist, es ist viel einfacher customizable. Also du kannst mit einem Developer oder auch alleine, wenn du ein bisschen developen kannst und dir das anschaust, kannst du eigene Nodes, also ein Node ist sozusagen ein Plugin für Notemation, kannst du eigene Nodes erzeugen und dann deine eigenen Custom-Scripts bauen und so weiter. Es ist außerdem JavaScript integriert direkt drinnen, also du kannst mit JavaScript ganz, ganz, ganz viel innerhalb von N8N nochmal zusätzlich machen. Also musst du nicht mal ein Plugin schreiben, sondern kannst einfach direkt reingehen und zu Skripten beginnen. Natürlich alle Dinge wie Python und so weiter, funktioniert alles da drinnen. Und es gibt mittlerweile schon über 360 Integrations, die da drinnen sind. Unter anderem natürlich alles von AWS, also von Amazon, Airtables, Mautic, Asana, monday.com und so weiter. All diese riesen Tools sind natürlich da, klar. Und alles andere kommt dann auch noch Stück für Stück dazu. Wenn du ein Tool hast, kannst du das bei N8N auch anmerken. Du kannst in der Community sagen, okay, es gibt dieses Ding, das wäre irgendwie cool, das zu connecten. Du kannst natürlich diesen Node dazu bauen und dann schauen, dass das auch in den Core hineinkommt.
Also es gibt mittlerweile unfassbar viele Dinge und Möglichkeiten, die du machen kannst. Und dann gibt es natürlich hier diese Use Cases, wo du selbst schauen kannst und deine Operations hier automatisieren kannst. Es gibt ganz viele Sachen, die hier herinnen sind. Und was mega stark an N8N ist, ist diese Einfachheit loszulegen. Du kannst zum Beispiel hier sagen, okay, nehmen wir hier was. Time Tracking Automation. So, also wenn du ein Time Tracking Ding haben möchtest, dann kannst du diesen Workflow einfach nutzen. Klickst hier drauf, click to explore. Also erstens kannst du dir das hier mittlerweile anschauen. Du siehst, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Und das zweite ist, du kannst diesen Workflow einfach kopieren und in deinem eigenen N8N dann einfach einfügen und es ist schon da. Das Einzige, was du nachher brauchst, ist, du musst deine Credentials dazu geben und eben zum Beispiel einen Workspace oder einen Google Sheet oder irgendwelche Dateinamen hinzufügen, die notwendig sind, damit N8N dann weiß, wo soll ich denn jetzt arbeiten. Aber so einfach kannst du diese ganzen Templates verwenden. Es ist so simpel. Ich liebe das einfach. Es gibt wenige Verknüpfungstools, die so unglaublich intuitiv aufgebaut sind. Genau, und dann natürlich die ganzen Funktionen. Du kannst innerhalb von N8N, wenn wir jetzt hier diesen neuen Workflow starten, klickst einfach hier auf das Plus, dann öffnet sich hier diese Auswahl und dann gibt es hier ganz unterschiedliche Dinge. Also Datentransformation, gibt es natürlich Function oder Function Items, das ist beides JavaScript. Du kannst Sets machen, also wo du Variablen oder Nummern und so weiter einteilst. Es arbeitet generell alles in JSON, also es kommt immer JSON-Format heraus. Es gibt hier, du kannst mit Files arbeiten natürlich, also du kannst unterschiedlichste Dinge als Ressourcen verwenden oder als Files, die du hereinholst, zum Beispiel Jira oder so, holst du dir ein CSV mit deinen Kontakten heraus und dieses CSV kann dann weiterverarbeitet werden in einem Workflow, den du hier aufbaust. Du hast alle möglichen Analytics-Tools hier herinnen, die du dir nur vorstellen kannst. Das ist wirklich, wirklich cool. Du hast unterschiedlichste Kommunikationstools, also begonnen, wie gesagt, bei ABS, über hier Discord, Discourse, Discuss, unterschiedlichste Dinge. Natürlich alle großen Autoresponder, GetResponse, ActiveCampaign, MailChimp, CleverReach und so weiter. Und natürlich auch Mautic, meiner Meinung nach der wichtigste MailAlert. Also da sind ganz, ganz viele von diesen Tools herinnen. Es gibt Data Storage, also du kannst natürlich alles Mögliche, was du irgendwo gespeichert hast, auch nutzen bzw. auch speichern. Es gibt natürlich Development, Finance and Accounting, also das ist auch was mega Spannendes. Du kannst deine ganzen Stripe-Geschichten verwenden, PayPal ist direkt integriert. Also das siehst du schon, es ist unglaublich groß. All diese Dinge kannst du hier zu gewaltig großen Workflows bauen und wie gesagt, N8N gibt dir eine riesige Datenbank an Dingen, die du machen könntest. Also wenn wir hier auf Sales gehen, 24 Workflows für Sales oder Track Changes in Product Price oder Add New Customer from WooCommerce to Mautic. Das ist etwas, was wir auch irgendwann mal mitentwickelt haben. Diese Dinge kannst du wunderbar benutzen. Wir machen aus diesen Dingen dann natürlich meistens noch ein bisschen größere Sachen, wo noch andere Dinge gecheckt werden und so weiter. Genau, und das, was für uns natürlich ganz, ganz wichtig ist, als Marketer, vor allem, wo wir E-Mail-Marketing oder Marketing-Automation mit Mautic machen, sind natürlich die Mautic-Integrationen. Also können wir hier zurück zu Workflows gehen und dann können wir hier einfach schauen, Mautic, und können Mautic-Workflows suchen. Und da gibt es schon 8 unterschiedliche Mautic Workflows, was natürlich mega cool ist und diese Dinge machen natürlich Spaß und Sinn. Eine wunderbare 5. Sache bei Notmation ist der Support, also die Community. Es gibt ein extrem engagiertes Team im Forum oder im Discord von N8N, also bei Community N8N.io findest du alles, was du brauchst. Du findest auch hier oben den Link zur Community, also hier ins Forum hinein und hier herinnen die Hölle los. Es ist die ganze Zeit was los. Wenn du hier postest, bekommst du wahrscheinlich noch am gleichen Tag oder innerhalb von ein paar Minuten sogar eine Antwort, was einfach mega stark ist. Die Leute sind so engagiert und schnell und gut. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du deine erste Automation baust, sehen wir uns in diesem Video gleich wieder. Bis dann. Tschüss.